Hallo meine lieben Sportfreunde, hier ist mal wieder euer Rabauke. Weiter geht's mit Freitag der 13. Ich musste tatsächlich kurz überlegen, wie ich jetzt am besten anfange mit dieser Folge. Hat aber Gott sei Dank doch noch rechtzeitig gut geklappt. Manchmal ist man schon so im Spiel drin, dass man erstmal überlegen muss, wie fängst du jetzt überhaupt die Folge an? Das ist immer so so ein bisschen tricky tatsächlich. Ich habe mich bisher kein einziges Mal beim Intro verplappert. Das passierte mir sonst immer damals sehr, sehr oft. Als ob ich hier vielleicht den Schlüssel wieder habe. Nice! Das heißt, hier wird kein weiteres Item drin liegen, aus Erfahrung. Aber vielleicht habe ich hier noch mal ein bisschen Glück, dass hier noch was anderes drin liegt. Das Schlüssel ist eigentlich wirklich am schwierigsten, glaube ich. Kann das sein? Was ist das denn? Wow. Eine Rohrzange. Aber ein Radio könnte ich vielleicht noch mal suchen, falls es hier ist. Vielleicht könnte ich ja hier, falls die Polizeianlage hier ist, könnte ich das ja reparieren. So. Ach, hier kann ich das gar nicht aufmachen. Ich muss hier auf jeden Fall kurz durchschauen. So. Weiß halt gerade nicht, wo der Killer langkommt. Uiuiui. Uiuiui. Leck mich doch. Leck doch die Katze am Arsch. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Wirklich ohne Scheiß, ne? Lol. Okay, nice. Ich komme hier nicht mehr raus rein. Hast du das gesehen? Nice! Ich hab einen Bug, ich kann nichts machen. Ach nö, vor allem ich hab die Keys. Hä, wodurch habe ich denn jetzt den Bug, dass ich hier nichts machen kann? Das passiert mir hier tatsächlich zum ersten Mal, dass ich hier einen Bug habe. Geht einfach nicht. Oder hat hier der Host schon wieder Probleme? Oh, ich glaube, ich kriege gleich ein Timeout. Irgendwie hat, glaube ich, jetzt gerade jeder ein Problem damit. Die andere läuft hier auch gegen der Wand? Ja, das dachte ich mir nämlich gerade schon. Da hatte jeder gerade das Problem, das ist doof. Also man muss wirklich sich daran gewöhnen, dass man jede Folge wirklich neu beginnt quasi. Also bei jeder Folge immer ein neues Team hat. Es war jetzt das gleiche Team, wir haben zwei Runden hintereinander gemacht, aber dafür ist es anscheinend noch nicht ausgelegt. Da scheint wohl wirklich noch viele, viele Bugs zu geben. Sollte ich mir wirklich angewöhnen, das zu machen, damit ich diesen Fehler möglichst verhindere. Ich werde trotzdem diese Folge soweit dran lassen.
und werde hoffentlich jetzt gleich schnell eine neue Runde finden. Ist jetzt egal, ob die jetzt 20 Minuten, 25 Minuten geht, das ist mir egal. Hauptsache, das klappt jetzt hier endlich mal wieder. Oh Gott, das kann was werden. Boah. Bin schon richtig gespannt. Ich werde das heute auch, glaube ich, gar nicht mehr fertig rendern. Normalerweise bin ich immer einer, der... Also ich nehme jetzt gerade um 2.30 Uhr auf, tatsächlich. Ich komme nur abends dazu zum Aufnehmen. Und ja, jetzt muss ich mir halt jetzt irgendwas hier angewöhnen. Also ich habe ja eh Zeit. Zum Neujahr eröffne ich ja eh den Kanal erst. Ich spiele hier in der... Beta momentan, los Beta, das ist der 22., nee, 23. ist heute schon. Und morgen, der 24., habe ich ja auch noch im Notfall die Chance, ein bisschen noch was aufzunehmen. Die Close Beta geht nämlich nur bis zum 24. Da muss ich jetzt schauen, wie ich das gut abpasse. Wie schon gesagt, ich muss das richtig, richtig viel aufnehmen. Samstag bin ich natürlich auch bei der Familie, 24.12. Weihnachten, klar, da ist man halt bei der Familie. Ich muss halt nur schauen, wie ich das am besten mache. Ich versuche jetzt die Folgen, die ich geplant habe, noch alle aufzunehmen, damit ich wenigstens bis März, April ein bisschen reinkomme. Ich hoffe, dass das auch bis dahin auch veröffentlicht wird. Wenn da irgendwie ein fester Release-Datum nachher feststeht, dann werde ich vielleicht auch die Folgen täglich nachher raushauen. Sodass ich halt wirklich nachher mit frischem Content nachher wieder anfangen kann. Das werde ich, glaube ich, auch tun. Nur so mein Ziel ist es halt wirklich so ein paar Folgen schon mal fertig zu machen. Ich möchte ja wieder aktiv werden. Ich will ja wirklich jetzt nicht, möchte halt jetzt kein einziges Mal wieder inaktiv werden, so wie bei meinem alten Kanal. Das habe ich mir fest vorgenommen und deswegen bin ich jetzt schon richtig viel bei der Vorproduktion. Also wundert euch nicht, wenn ich jetzt 1, 2 Monate oder vielleicht sogar 3 Monate zwar auf eure Kommentare eingehen kann, nicht in den Videos, aber halt, halt unter dem Video. Aber ich kann es halt nicht im Video gleich umsetzen. Das möchte ich gleich vornherein sagen. Gut, wenn ihr diese Folge hier seht, ist es sowieso schon wieder bei 2 Wochen oder so vergangen, wo ich die Serie hiermit begonnen habe. Und das möchte ich zumindest in dieser Folge jetzt mal ansprechen. Denn das ist für mich selbst sehr, sehr wichtig, dass das mal klargestellt wird. Ich möchte wirklich etwas Vorproduziertes haben. Wie schon gesagt, das hat einfach nur den Hintergrund, dass ich damit mehr Zeit habe, um was aufzunehmen. Wenn ich jetzt zum Beispiel 2, 3 Wochen Videomaterial habe, weil ich jetzt am Wochenende einfach mal durchgesuchtet habe, um das aufzunehmen, dann ist es für mich persönlich viel, viel besser, weil dann kann ich mich nicht selbst unter Stress setzen. Dann kann ich sagen, gut, da habe ich vielleicht jetzt mal ein bisschen mehr Zeit, vielleicht an dem Freitag, an dem Samstag, weiß ich nicht. Und kann halt dann sagen, gut, das werde ich dann einfach jetzt mal knallhart durchziehen und dort einfach mal, keine Ahnung, 5 Stunden aufnehmen oder so. Oder 4 Stunden. Dann habe ich jetzt mal wieder für 2 Wochen Videomaterial. Das habe ich zum Beispiel bei Astronier ganz gerne gemacht. Und wenn ihr diese Folge seht, sollte eigentlich Astronier sogar auf meinem Kanal schon laufen. Ich weiß allerdings nicht, wie ich das alles mache, weil Resident Evil 7 wollte ich halt auch aufnehmen. Aber ich werde das, ich möchte mir das möglichst so angewöhnen, dass ich erst ein komplettes Spiel durchspiele, Schrägstrich zumindest bis zur Hälfte, 3/4 durchspiele, mit aufnehmen, rendern und ja. Und wenn ich dann diesen einen Punkt erreicht habe, will ich das dann erst raushauen, weil ich kenne mich selbst. Es sei denn, ich nehme ja gleich 4 Stunden oder so auf, sodass ich erstmal 2 Wochen Videomaterial habe, dann ist es was anderes. Aber ich will wirklich versuchen, ein bisschen Vorlauf zu haben, damit ich wirklich in Ruhe auch aufnehmen kann. So, ja, was ist denn das hier? Dauert hier schon wieder so lange, 5 Minuten. Jetzt bin ich ja hier schon bald drin, ne? Aber es ist gar nicht so schlecht, weil dann können wir uns jetzt hier mal ein bisschen unter 4 Augen mal ein bisschen quatschen. Weil für mich persönlich ist es halt auch wichtig, dass ich euch so viel transparent wie nur möglich gebe. Toll, wenn man vom Teufel spricht, geht's natürlich. Ich stelle es mal ganz kurz ein. So. Vielleicht kann ich ja hier noch... Kann ich hier noch was machen? Geht das? Nee, geht nicht.
Hätte vielleicht geguckt, ob man hier vielleicht, das Stamina. Vielleicht. Das hätte ich mal vielleicht vorher machen sollen, aber es kostet 7 CP. Boah, das ist schon hart. Das wäre natürlich schon nice. Hätte ich mal machen sollen. Kacke. Eine Party kann er noch gar nicht machen. Das ist so dumm. Da muss eine private Lobby eröffnen, der Honk. Wer lesen kann, ist ein Vorteil. Wenn er mit seiner Freundin spielen möchte, dann muss er eine private Lobby eröffnen. Dann geht man nicht im öffentlichen Match rein. So was Dummes wirklich. Wenn er eine Match erstellen möchte, sodass halt auch andere spawnen können, also mit reinkommen, geht momentan nicht. Diese Funktion ist deaktiviert. Da braucht er sich jetzt nicht beschweren. Ist einfach so. Manche Menschen, da muss ich tatsächlich immer so mal überlegen, sind die echt so dumm im Kopf? Bisschen mal überlegen, bisschen mal nachschauen. Es ist eine Beta. Wenn dir das Spiel nicht gefällt, dann spiel es einfach nicht. Ist es. So vertrete ich halt meine Meinung. So. Loading. Das habe ich ja heute noch gar nicht gesehen. Boah. Jetzt habe ich tatsächlich extrem viele Folgen schon mittlerweile aufgenommen. Freue ich mich aber auch umso mehr, weil ich dann am gleichen Tag, heute, am Donnerstag, am Freitag, aber am Nachmittag halt noch ein bisschen aufnehmen muss. Aber nicht mehr so viel, weil ich ja jetzt schon ein bisschen ein paar Folgen vorproduziere. Ich weiß gar nicht. Es kann sein, dass es jetzt schon bald die 10. Folge ist, tatsächlich, die ich hier aufnehme. Ich freue mich darüber wirklich, dass es so schön klappt alles. Und vor allem, dass mir das Spiel so wahnsinnig Spaß macht. Ich habe das ja damals so ein bisschen bei Gronkh gesehen und wo er dann halt so gesagt hat, das kann man halt so ein bisschen vergleichen wie Dead by Daylight. War ich schon hin und weg. Und ich hatte mir das per Kreditkarte gleich vorbestellt bei Backerkit. Ich weiß das gar nicht, wie die Firma heißt. Und erst hieß es, ja, Beta Keys bekommen nur die Leute bei Kickstarter. Und jetzt haben wir das doch bekommen. Und ich bin mega, mega happy, wirklich. Vor allem das Lustige ist ja auch, ich hatte mir das zweimal vorbestellt, aus Versehen aber. Und den einen habe ich dann wieder storniert. Und normalerweise kriegt pro Person, die es vorbestellt hat, 5 Beta-Keys. Und ich habe einfach mal 10 bekommen. Wie geil ist das denn bitte schön? Da muss irgendwo ein Systemfehler drin gewesen sein. So. Was that real? Ist das real? Ich weiß doch auch nicht, ob das real ist. Ich kann es auch gar nicht mehr so wirklich ernst nehmen, tatsächlich. Ich habe immer so einen Kumpel, der sagt auch immer, er ist real. Und das finde ich, ehrlich gesagt, sehr lustig manchmal. Vor allem, wie er das immer so sagt, yo, ich bin da auch real. Ich kann es nicht rüberbringen, sorry. Aber er sagt das halt immer so mega, mega witzig. Und da muss ich innerlich immer lachen. Man macht es ja nicht vor den Augen vom Kumpel, weil es ja arschig rüberkommt. Sowas mache ich ja nicht. Es ist eigentlich auch arschig, jetzt hinter seinen Rücken quasi zu lachen. Aber es ist einfach so wirklich, wenn die das hören würde, das ist so witzig, wie er es immer so raushaut. Naja. Ich habe echt wirklich... Ich vermisse so ein bisschen meine alten YouTube-Kollegen. Teilweise haben die aufgehört, die haben Freunde daher bekommen, alles. Und ich bin wirklich einer, der das schon seit über 5 Jahren knallhart durchzieht. Ich möchte mich nicht selbst loben, das ist auch scheiße, das kommt auch mega dumm rüber. Aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil ich muss wirklich sagen, YouTube ist wirklich schon Bestandteil meines Lebens. Egal, ob ich jetzt Erfolg habe oder nicht, das ist mir auch eigentlich wirklich wurscht. Nee, kein eigentlich. Mir ist es wirklich wurscht. Muss ich einfach so sagen. So. Kann
Kannst du mir auch kreuzweise, Jason. Jo, mach doch alles kaputt, ist mir auch egal, ich lauf weg. Mir ist das doch wurscht, was du da hinten machst. Leck doch die Katze am Arsch. Ist das so klar? Huiuiui. Na, wo ist denn der kleine Jason? Na, wo ist er denn? Wo ist er denn? Na, wo ist er? Ich bin weg, Jason. Kannst mich mal kreuzweise, wirklich. Ich lass mich doch nicht verarschen von dir. Ich bin bescheuert. So. Schauen. Was fehlt hier noch? Alles. Na, wo ist er? Boah. Na, kommt er hier noch rein? Leck mich. Ich bin weg, Jason. Ich hab dir jetzt schon mal gesagt, ich lass mich nicht verarschen von dir. Wenn ich sag, ich hau ab hier, dann hau ich auch ab. Ganz einfach. Scheiße. Na, kommt der noch rein? Kommt der nicht rein? Ich weiß es nicht. So. Jetzt mit rüber zum Auto. Bitte was? Was? Was ist das für ein Bug? Bitte, was ist das denn für ein Bug? Hab ich das denn jetzt hinbekommen? Das ist ja toll. Muss ich da jetzt hier irgendwas machen oder was? Ach, komm schon. Ich möchte halt jetzt nicht hier nachher gebannt werden, aber ich habe ja einen Videobeweis.
So ein scheiß Bug. Mann, warum habe ich denn jetzt diesen Bug? Wenn es ja wirklich heißt, dass ich hier hacke, dann ist das los. Dann gibt es echt Stress. Dann bin ich echt abgefuckt. So ein Kack. What the fuck? Was ist denn das für ein Kack? Dauernd kriege ich diese scheiß Fehlermeldung. Gut, meine lieben Sportsfreunde, ich glaube, ich werde das Spiel einfach mal neu starten. Vielleicht habe ich da irgendwo einen Bug. Auf jeden Fall werde ich gleich noch eine letzte Runde erstmal vorübergehend aufnehmen. Ich habe jetzt ein bisschen die Befürchtung, nicht, dass ich jetzt vielleicht einen Bann kassiert habe. Aber dann ist was los. Dann gehe ich sofort zum Entwickler und sage, dass die das resetten sollen. Weil da habe ich jetzt echt keine Schuld dran, ne? Trotzdem, wenn euch die Folge mehr oder weniger gefallen hat, es war jetzt eigentlich mehr eine Buggy-Runde und ich möchte jetzt ehrlich gesagt nicht noch eine Runde aufnehmen. Ich nehme jetzt hier sicherlich schon über 20 Minuten auf. Wenn dir die Folge trotzdem gefallen hat, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, je nachdem, wann du dieses Video schaust. Und dann sage ich erstmal, hau rein, auf Wiedersehen.